Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Ich habe gerade die Karte geladen, habe erstmal einen Schock bekommen. Was ist denn hier passiert? Falscher Spielstand geladen? Nee, wir sind doch im nächsten Bereich. Und ich darf schon wieder die Kolonie verkaufen, wenn ich das richtig sehe. Yay, das heißt, wir müssen die wieder hochballern und dann wieder verkaufen. Wie weit sind wir eigentlich schon? Ja, wir sind ja ganz am Anfang. Aber wir starten auch schon mit fast der Hälfte, kann man sagen. Weil unsere 5 Leute natürlich super krass sind. Ja, das heißt, das ist schon mal ein Riesenboost. Ja, ich weiß nicht, wenn wir jetzt Sada nehmen würden und die würde nur Kunstwerke rushen. Wie so gewaltige Skulpturen. Aus welchen Gegenständen denn? Aus Holz machen wir erstmal nicht, weil wir nicht, auch nicht so viel Holz haben. Wir sagen erstmal nur aus Steinblöcken. Und da kann erstmal immer weiter gewaltige Skulpturen reingeballert werden. Jetzt müssen wir aber dann bei ihr Kunst auf 2 machen, damit alles andere Vorrang hat, ne? Wichtig ist natürlich, dass Nahrung Vorrang hat. Aber es gibt ja auch mehrere Leute, die arbeiten. Können auch mal auf die Kommentare zu sprechen kommen. Interessanter Name, nämlich Vorhaut34, hat geschrieben: Moin, Diere. Ja, moin. Und der nächste Kommentar von Prolet, Folge 182. Moin, Mello. Geil, Mann, bin total gespannt auf diese Folge gewesen. Bin wieder total gehypt. Übelste Arbeitsmaschinen. Mach weiter, so viele Grüße. Ja, Grüße zurück. Ja, und das sind tatsächlich richtig krasse Arbeitsmaschinen. Müssen mal gucken, ob wir das durchrushen können, weil ansonsten, wir müssen auf jeden Fall die Rüstungen reparieren. Und Waffen, bis wir losziehen. Aber ansonsten sind wir eigentlich bereit, direkt wieder reinzustarten. Ja, ich weiß auch nicht, ob wir Sada Forschen 1 lassen sollen. Ich mach's mal auf 2. So, hier machen wir wieder ein Zauntor hin. So, dann haben wir hier den Weg schon mal durchgearbeitet. Wir sind ja dabei, das hier auseinanderzunehmen. Das heißt, wir brauchen jetzt noch 2 Badezimmer. Wir haben den Tempel, wir brauchen noch den Thronsaal. 2 Badezimmer, ich meine 2 Zimmer. Und ein allgemeines Badezimmer brauchen wir auch noch. Eine Krankenstation wäre auch praktisch. Dröseln das hier mal auf. So, Meditationsplatz fehlt. Thronsaal benötigt. Passt zusammen. Schlafgemach unwürdig, sind wir dran. Prolet ist hungrig, abscheulicher Schlafsaal. Ja, Prolets Zimmer ist ja eigentlich hier. Sollen wir zuerst ein Gefängnis bauen? Ich bin ja gerade daran, hier die Hygiene zu forschen. Sobald wir die Wasserfiltration haben, können wir auf jeden Fall auch anfangen, die zu bauen.
Ich meine, wir haben schon den Tiefenbrunnen, so viel ich weiß. Wir könnten schon mal anfangen. Hier wäre natürlich wirklich am besten, wenn wir hier die ganze Hygiene reinkriegen. Hat Awe eigentlich Zeit zu bauen oder müssen wir sie noch ein bisschen lassen? Ach so, Awe baut jetzt die ganzen Fallen, ne? Wir sind halt wieder kreuz und quer und nicht systematisch angereiht. Hätte ich vielleicht machen sollen. Wir hatten das ja schon mal gehabt und haben das umgeändert. Prolet geht's wirklich nicht gut. Schlief in Hitze, dagegen haben wir doch mittlerweile. Ach so, der ist ja hier im Raum. Okay, weißt du was? Wir bauen noch ein Häuschen. Das wird, könnten wir sagen, ist das Badezimmer. Mal gucken, wie viel Platz wir brauchen. Ne, dann könnte ich nämlich hier wieder rumbauen. So, das, wenn das das Badezimmer wäre. Es würde passen. Dann können wir hier ein Haus dran zimmern. Könnte sein, dass das sogar ein bisschen groß ist. Egal. So. Dann hätten wir zumindest ein Haus schon mal. Ein Gefängnis. Das würde ich dann gerne hier hinter bauen. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. In das Gefängnis. Kommt. Also ich werde jetzt immer eine Zelle bauen. Wie groß muss denn so eine Zelle sein? Die sollen nicht zu groß sein. Aber ich will sie auch nicht zu klein bauen. Wir könnten natürlich kleine Zellen machen.
Ah, ich habe nicht die Einsertische. So, wenn so eine Zelle wäre. Wenn das ein Zellenblock wäre. Machen wir lieber so. Verbieten das Ganze, weil das ist dann doch größer als erwartet. Es soll ja hier wieder einen Weg hin. Hier führt wieder einen Dreierweg lang. Und dann will ich, dass hier einen Zweierweg abführt. Machen den mal weg. Merken uns, wie groß das sein soll. Ne, das ist 7 mal 6. 7 mal 6. Ich werde es hier tatsächlich dran setzen. Hier ist der Eingang. So. Und dann geht das hier tatsächlich um die Ecke. So einen Zweierweg. Und hier kommen die einzelnen Zellen dran. Kriegen wir das hier reingebracht? Ist jetzt ein bisschen kleiner als der vorher. Oh, das gute Bett. Das wirklich gute Bett. So, dann wird so eine Gefängniszelle aussehen. Ich würde sagen, wir machen 3 Stück. Ich habe leider keine Einertische, weil die in einem Mod drin waren. So, dann zimmern wir hier erstmal einen schönen Holzboden hin. Die Marmorplatten kommen weg und bauen hier zu. Das ist das Gefängnis. So, und dann können wir erstmal hier setzen wir tatsächlich Avia rein, weil Avia neidisch ist. Boden, Mosaik.
Nee, hier kommt ein Holzboden drunter. So, ich habe hier noch keine Türen reingesetzt, weil ich würde tatsächlich gern hier Türforschung, die Häftlingskontrolle reinnehmen, weil wir haben nämlich da Gefängnistüren. Ja, wenn ich die forschen kann, dann würde ich die auch gerne nehmen. Aber wir haben hier genug Ressourcen, um das wieder aufzubauen. So, hier könnte man dann noch Skulpturen hinstellen oder wieder so Beete anpflanzen. Sada ist ja schön dabei, Skulpturen zu erstellen. Ich überlege, ob wir aber bei Sada die Forschung mal vor Kunstwerk machen. Das wäre dann so. Ich muss auf jeden Fall ihr Schlafgemach wieder aufbauen. Ich hätte die Fallen effektiver bauen sollen. Aluminium haben wir. Wenn wir jetzt noch Kupfer hätten, dann könnten wir überlegen, ein Atomkraftwerk wieder zu bauen. Komm, Arve, ich will hier das beste Bett sehen, was du bauen kannst. Ein legendäres königliches Holzbett. Das wär's doch. Naja, es ist exzellent. Es regnet halt nicht, ne? Das ist ein Problem. Deswegen brennt es hier alles nieder. Und wir brauchen Fleisch. Komisch, warum hier Eier hingetragen werden. Hier, wir können ja... Wer ist fürs Jagen verantwortlich? Auch Sada, Hat Bambi hat doch auch eine Knarre. Bambi, geh auch jagen. Hier sind ganz schön viele Ratten. Die können alle gejagt werden. So, ich werde die Fallen, die wir hier platziert haben, wieder wegmachen. Weil ich glaube, wir machen das wieder systematisch, oder? Ich kann auf jeden Fall wieder Holz gebrauchen. Aber das war ja abzusehen. Das wird mich zwar viel mehr Fallen kosten. Also das Ziel ist es, hier so ranzugehen. Jetzt ist die Frage, machen wir hier eine Schräge rein oder gerade? Schrägen sind ja immer schwierig zu platzieren.
Ja, so geht's aber. So können wir eine Rundung reinkriegen. Wieso sind hier so viele Ratten? Gut, wir haben jetzt keine richtige Rundung gebaut. Ich habe überlegt, das wirklich so steiler zu bauen. Könnten wir auch. Aber ich will die erstmal alle hier runter platziert haben, dann können wir das immer noch versuchen. Ah, ein Händler. Gut, braucht noch ein bisschen, bis er da ist. Okay, die beiden müssen noch umplatziert werden. So, Sada, geh mal zu denen. Guck mal, ob da irgendwas geht. Bauteile könnten wir kaufen, aber jetzt ist es noch nicht so nötig. Ich weiß gar nicht, ob Sada bei den Todesschlafserum wieder von vorne anfängt. Ein Aerotech-Bein. Kann ich das sehen bei ihr? Ah, sie hat tatsächlich direkt 6. So, es sind alle von diesem Bereich sind umplatziert worden. Dann gehen wir jetzt zu denen hier. Hättest du doch das direkt so gemacht. Ja, ich weiß. So, dann hätten wir hier abgedeckt. Also, wir werden so zumachen. Dann werden wir hier das kleine Stück zumachen. Das können wir jetzt schon machen. Kann ich auch mehrere markieren und umsetzen? Ne, dann kann ich sie nur demontieren. Türforschung, Häftlingskontrolle. Würde sich auf jeden Fall Sada freuen, wenn hier auf einmal so viele Fallen, die sie so mühselig gebaut hat, wieder umplatzieren darf.
Theoretisch müsste ich auch hier machen, aber das mache ich, sobald ich das weggebaut habe. So, dann gehen wir von dem zu dem. Den machen wir auch dicht. Von dem zu dem machen wir dicht. Von dem hier rüber machen wir dicht. Ja, hier bauen wir so wieder so eine Rundung, ne? Vielleicht hier bis zu dem Bauteil-Ding. Oder machen wir bis zu dem hier. Dann machen wir von dem zu dem dicht. Ja, dann gucken wir mal, wir von dem hier zu dem hier, ne? Und dann von dem hier rüber. Das ist jetzt der Plan. Oh, die Häftlingskontrolle ist durch. Übrigens, hier diese Fliesen, ne? Sind falsch. Ziehen die jetzt alle um. Alle, die schon gebaut sind, platzieren wir jetzt um. Damit wir keine falschen haben. Ich weiß nicht, ob hier unten schon welche stehen. Ich sehe tatsächlich keine, weil ich einfach nur... Doch, hier. Ich weiß nicht, ob hier links schon welche sind. Hm. Kann sein, dass ich blind bin. Aber hier habe ich jetzt alle umplatziert. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig sehe... sind alle, die hier sind, die letzten, die noch umplatziert werden müssen. Dreizehn Stück. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Und dreizehn. Thank you.
So, dann machen wir es so. Dann haben wir die Rundung durch. So, dann wäre rechts oben schon mal durch. So, dann wäre hier durch. So, ich würde sagen, wir lassen das jetzt erstmal bauen. Avia hat so viel zu tun. Avia, Avia, Avia. Meisterwerk. So, wir brauchen mehr Holz. So, einmal bitte ernten, was reif ist. Wupp. Da haben die wieder was zu tun. Oh, der Panther wird uns doch irgendwann angreifen. Sehe ich doch. So, die Lampen tun wir auch direkt rein. So, jetzt fehlt nur noch die Tür. So, wir können aber die drei schon mal Gefängnis für Gefangene. Sada ist verwirrt wegen elitärer Erwartungen. Hans, was kann denn Hans? Handwerk und Medizin. Aber direkt hier so drei, so richtig krasse Mechanito-Angriff. Wir haben noch keine Mörser. Rolet, kannst du sie vielleicht beruhigen? Wir können versuchen, Religion zu machen, aber ich glaube, dass der Tempel noch nicht gut genug ist.
Immerhin wurde sie beruhigt. So, das müsste eigentlich für Avia reichen. An Holz. Unglaublich, wie lang diese unterirdischen Kabel brauchen. Könnte auch schon anfangen, die Rohrleitungen zu legen. Könnten auch den Wasserdruck damit versorgen. Dann hätte der immer Wasser. Ja, das machen wir dann, wenn wir eh das Gebiet hier erweitern. Also wenn dieses Gebiet hier wegkommt. Sehr gut. Schön Therapiesitzungen. Guck mal, oh, zurückgewiesen von Avia und von Prolet. Es wird gleichzeitig bearbeitet. Ach scheiße, alle Tiere sind krank. Das wird auf jeden Fall viele Tiere sterben lassen. Wenigstens ist die Boomratte nicht krank. Ich werde aber für den Fall der Boomratte auf jeden Fall ein Tierbett geben. Wähle Besitzer Boomratte. Stabilisieren und retten, sonst überlebt er das nicht. Ah, Jack Black ist nicht der Schnellste. Irgendwann minus 100, dann ist es halt so, ne? Stahl haben wir noch. Holz auch. Wie sieht's mit Stoff aus? Ich mach hier nochmal. Weil der Boden, der wird ja nicht gemacht. Da mache ich hier. Ich erweitere dieses Feld einfach. Machen wir's so. Damit wir hier nochmal richtig Stoff kriegen, weil hier geht's ja nicht vorwärts.
Wie sieht's denn stromtechnisch überhaupt aus? Und wir sind noch im Plus. Weil dann könnte man nämlich überlegen, jetzt auch Straßenbeleuchtung zu machen. Hier so ein bisschen die Gegend ausleuchtet. Yay, Party! Ich frage mich, wofür der ganze Stoff benutzt wurde. Hier werden wieder Eier gelagert. Wir könnten auch direkt ein Kühlhaus bauen. Aber soweit habe ich noch gar nicht geplant. Ich weiß nicht, ob ich das fühle, dass das die Gebäude hier verbunden sind. Aber es bietet ein bisschen Abwechslung. Wie findest du dein Schlafgemach? Also die hohen Erwartungen sind erfüllt. Ungemütlich. Hier, das wird noch mit dem Bett verknüpft. Keine Ahnung, warum das als privater gilt und das als öffentlicher, weil der ist ja nicht öffentlich. Ah, Sekunde. So. Aber gut, das war's erstmal für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.